5. Oktober 1944, kurz nach 20 Uhr. Fliegeralarm für Saarbrücken, wieder einmal. Das waren praktisch schlaflose Nächte. Die Angriffe haben dann 1944 immer mehr zugenommen. Und man schlief auch schon nicht mehr in den Schlafanzug meinetwegen, sondern durchweg in Straßenkleidung, hat nur noch Jacke oder Mantel übergezogen, um dann so schnell wie es geht in den Bunker zu kommen. Seit Juli 1942 hat Saarbrücken schon 16 Bombenangriffe überstanden. Niemand ahnt, dass dieser der schlimmste von allen werden wird. Auf die Stadt regnen 2500 Sprengbomben und mehr als 350.000 Brandbomben herab. In der Trierer Straße, so berichtet ein Augenzeuge, brannte sogar der Asphalt. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich in meinem Leben mal so Angst gehabt habe wie da. Ich habe gar nicht gewusst, dass Feuer so Sturm entfachen kann. Wir haben uns so, dazugehalten, haben uns Jacke und was wir gehabt haben, Hemden, die über uns gehalten sind, durch die Luft gestanden. Hatte links und rechts die ganzen Häuser an in Flammen gestanden, war ja alles kaputt. In der Metzerstraße brannten die ganzen vielgeschossigen Häuser und die flogen dann immer stückweise in die Luft, wenn die Gasleitungen explodierten. Den Feuerschein der brennenden Stadt sahen die abdrehenden britischen Flieger noch aus 160 Kilometer Entfernung. Die Menschen, die mitten in diesem Inferno aus ihren Bunkern krochen, sahen gar nichts mehr. Weil man nicht mehr gewusst hat, findest du dein Bauhaus noch? Findest du noch deine Wohnung? Findest du deine Eltern? Ich wusste ja gar nicht, wo sie waren. 361 Menschen kamen bei dem Bombenangriff ums Leben. 45.000 verloren ihre Wohnungen. Rund 7.000 Häuser waren ganz oder teilweise zerstört. Noch 8 weitere Male wurde Saarbrücken bombardiert, zuletzt am 13. und 14. Januar 1945. Exakt 10 Jahre, nachdem das Saarland sich für den Anschluss an Hitler-Deutschland entschieden hatte.